Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Roblox-Video und willkommen Danja. Wir sind heute in einer Obi, unsere wöchentliche Obi, weil ich weiß, du hast ja früher in einem Kino gearbeitet. Deswegen entkommen wir heute aus einem Kino. Ich habe nicht im Kino gearbeitet. Tust du jetzt mal bitte so, als hättest du im Kino gearbeitet? Ich habe früher, genau, ich habe im Kino gearbeitet, deshalb kenne ich mich übelst gut damit aus, was so ja, ein Kino und abgeht, aus diesem so Grund, Nachos Leute, wenn Danja diese Obi verlieren sollte, wäre das noch krasser, weil sie ja früher auch in einem Kino gearbeitet hat. Normalerweise müsste sie da ohne Probleme rauskommen. Kannst du mal bitte warten? Ich bin noch in der Cutscene. Ich als übelster Kino. Aber Danja, ich wärme heute dafür, dass wir die Obi versuchen zu genießen. Das ist kein Wettkampf. Sondern ich möchte wirklich einfach diese schöne Obi genießen. Ja. Danja, wirklich. Ja, wirklich. Danja, was war denn der letzte Kinofilm, den du gesehen hast? Boah. Was war der letzte Kinofilm? Dune. Dune, okay. Dune war der letzte. Und wie fandest du den? Also, ich fand, war halt übelst viel auf einmal. Also, für mich, ich habe zwar dann so das Konzept verstanden und ich konnte auch der Story so folgen, okay, aber Danja, es war halt deine Bewertung gerade ist langweiliger wahrscheinlich als der Film, weißt du das eigentlich? Der Film ist nicht langweilig. Also ja, aber deine Bewertung ist gerade so, deine Bewertung ist gerade sowas von langweilig. Ich habe einfach nur gefragt, ob er gut war oder nicht. Und ja, also aus künstlerischer Sicht. Es gibt halt nicht nur gut oder schlecht, es gibt auch Dinge, die sind dazwischen. Wie hast du Dune denn gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Der ist doch auch mit der Schauspielerin hier Zendaya, oder? Ja, ich liebe Zendaya. Ja, die ist aber auch, die hat so, eine super die hat so. Das Ding ist einfach. Die wurde ja. Der ganze Film wurde ja mit ihr beworben. So. Ja. Ne? Und sie ist wahrscheinlich kaum zu sehen. Die ist kaum zu sehen. Und wenn sie zu sehen ist, dann hat sie nur so Beauty-Shots. Ja, gut. So, sie dreht sich so ästhetisch um und guckt in die Kamera. Sie ist ja auch beautiful. Hey, jetzt komm schnell auf deinen Platz. Ja, Zendaya ist einfach zu beautiful für diese Welt. Man kann es nicht anders sagen. Ne? Ja, okay, Danja. Jetzt haben wir aber das Problem, dass hier ein Kinofilm läuft. Und zwar ist das, glaube ich, Jurassic Park. Also zumindest, Indiana Jones. Also er hat bei mir noch gar nicht angefangen. Jetzt doch, bei mir schon. Ich spoiler dich jetzt ein bisschen. Danke. Also es ist Indiana Jones, der gerade einen Vulkan gesehen hat und jetzt irgendwo... Danke, dass du mir das alles schon sagst. Ich glaube, wir müssen Indiana Jones spielen. Ja, ich glaube, wir sind Indiana Jones. Alle mögen Sachen spoilern. Man kann Gold gewinnen. Danja, man kann Gold gewinnen in dieser Obi. Ich will auch Gold gewinnen. Ja, guck, sobald es natürlich um Gold und Geld geht, ne, ist Danja direkt dabei. Nee, ich war auch vorher dabei. Aber du kannst ja wohl nicht bestreiten, dass wenn du hier um Gold spielen könntest, dass du dir dann nicht Mühe geben würdest. Warte, stopp. Warum? Ein T-Rex. Okay. Also das ist mal wirklich dreidimensional. Ui, jetzt habe ich mich ja fast erschrocken. Oha, einfach die Kinoleinwand kaputt gemacht. Oh mein Gott. Huch! Okay. Huch! Okay. Okay. Also ich muss schon sagen, bisher ist das eine ziemlich coole Obi. Ja. Und wir wurden gefressen. Ja, also man muss nicht nur aus dem Kino entkommen, sondern man muss tatsächlich vor den Filmen entkommen. So ein bisschen. Oh, stell dir mal vor, das wäre wirklich so, wenn das in Filmen so ablaufen würde. Das wäre ziemlich cool. Stell dir mal vor, du wärst ein Avatar. Aufbruch nach Pandora. Das würde ich ziemlich feiern. Ich wäre sofort tot. Ja, das auch. So, Danja ist auch hier direkt tot, aber ich warte jetzt mal auf Danja, weil ich habe gesagt, das ist kein Wettkampf, sondern wir wollen diese Obi hier genießen. Escape the Cinema. So, sehr gut, Danja, let's go. Kein Wettkampf. Bist du denn... Als ob du mir das... Okay. Hä? Als ob also, ich glaube, wir müssen hier springen. Unter die Nase reiben würdest, wenn du jetzt schon wieder gewinnst. Nein, wirklich nicht, heute nicht. Weil ich wollte eigentlich mal auch so von dir wissen, ich muss ehrlicherweise sagen, ich war ganz, ganz lange nicht mehr im Kino. Ja, ich auch nicht. Aber ich bin einer, der super, super gerne ins Kino geht. Mhm. Und jetzt gar nicht nur wegen dem Film, sondern ja, ich finde das Ambiente in so Kinos halt ziemlich cool. Ja, das ist ja, glaube ich, auch eins der wichtigsten Gründe, mittlerweile ins Kino zu gehen, das Ambiente, ne? Weil Filme kann man ja heutzutage auch schnell dann mal... online gucken. Ja, ich muss auch sagen, also es ist auch wirklich, also mittlerweile natürlich durch die Situation, in der wir sind,
kann man ja viele Filme ganz schnell streamen mittlerweile. Ja. Was ja eine super Alternative ist, aber wo ich sage, gewisse Filme verlieren damit extrem an Attraktivität, zumindest beim ersten Mal schauen. Also ich brauche dieses, bei gewissen Filmen, ne, braucht man halt einfach so dieses Feeling, okay, ich will das im Kino sehen. Ja, stell dir mal vor, die Harry Potter Filme würden ja, jetzt so hätte ich die zu Hause gesehen, dann hätte ich niemals so dieses, also ich hätte, weiß ich nicht, das hätte mir extrem gefehlt dann ja. Ich glaube, dann hätte ich auch Harry Potter nicht so erlebt, wie ich Harry Potter erlebt habe. Ja, also es ist halt auch was Besonderes, ins Kino zu gehen, weil es gibt halt dort so, es riecht speziell im Kino, ja, es gibt dort halt so spezielle Kino-Popcorn, ja, es gibt so Nachos, Soßen. Ja! Ey, und ich muss sagen, aber dadurch, dass halt die Kinos jetzt so lange geschlossen waren, haben ja übelst viele Kinos richtig krass renoviert. Ja. Und ich war, bevor ich bei Dune war ich noch in irgendeinem anderen Film, Venom. Ich war bei Venom. Und da war ich in Bielefeld in dem Kino am Bahnhof. Ja, ja, da muss man. Ja, ich weiß, was du meinst. Die haben da jetzt so richtig geile Sitze. Ja, ey, da kann man sich einfach hinlegen. Ich weiß. Und das ist mittlerweile Standard geworden da, ne? Ja, ey, das ist so nice. Hab ich auch schon gehört. Ich hab's bisher noch nicht erlebt, sozusagen, aber am Wochenende vielleicht, wer weiß, wollte ich mir mal einen Film angucken. Vielleicht. Oh, ja, das war. Ja, stimmt, da hatte ich dir doch noch geschrieben an dem Tag, als ich da im Kino war. Okay, natürlich ist es jetzt so, dass in diesem Kino wieder ein Manager ist, der wieder verrückt geworden ist. Warum auch immer, Manager werden immer verrückt. Ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, denen tut das nicht gut. Werdet kein Roblox-Manager, Leute. Nein. Die enden alle so. Nein. Die enden Lasst es sein. So. Oh, das Popcorn. Das Popcorn liebt. Frage, Kahn. Ja? Süßes oder salziges Popcorn? Mittlerweile gemischt. Kann ich verstehen. Also ich habe das einmal, wurde mir das von einer Mitarbeiterin im Kino vorgeschlagen und ich war vorher salzig, nein, auf gar keinen Fall. Aber sie hat gesagt, versuch mal die Kombination salzig und süß. Also sozusagen die Aufteilung war 80% süß, 20% salzig. Ja. Ja, ich kann immer noch Mathe. Das hat echt gut geschmeckt. Also es war echt gut. Ja, das freut mich. Wie sieht's bei dir aus? Also ich esse tatsächlich, wenn es Nachos gibt, die keine Käse-Nachos sind. Also wenn es vegane Nachos gibt, esse ich eigentlich am liebsten Nachos. Ja gut, aber du hast jetzt nach Popcorn gefragt. Bei Popcorn, ich esse beides eigentlich gern. Ich kann mich schwer entscheiden, das ist immer so eine Sache bei mir, worauf ich gerade Bock Salzig auch hab. Tatsächlich? Ja, ich esse auch gerne salziges Popcorn. Okay. Ich habe auch eine Popcornmaschine zu Hause. Ich mache auch super gerne selber Popcorn. Aber in der Popcornmaschine dann? Ich finde das einfach chillig. Ja, genau. Meine Frau macht das auch, aber sie macht das auch oft im Topf, ne, weil... Ja, das geht auch, ja. ...man das halt dann direkt süß machen kann und halt so Butterpopcorn, ne? Ja. Ja, ist auch übelst lecker. Also so frisch gemachtes Popcorn zu Hause ist halt... Oh, wo du das jetzt gerade sagst, ich habe auch voll Hunger auf Popcorn. Richtig Bock direkt. Oh, auch dieser Geruch von Popcorn einfach. Oh, ja. Also ich muss auch sagen, Mais ist so ein richtiges Premium-Gemüse. Okay, wirklich? Wie du jetzt vom Popcorn auf Premium-Gemüse kommst, keine Ahnung, aber ist okay. Ja, wegen Mais halt. Ja, ist mir schon klar, aber wir sind gerade bei Popcorn. Popcorn ist nicht immer super gesund und du kommst direkt auf Gemüse. Ja. Ja, ich rede mir halt immer ein, dass Popcorn übelst gesund ist. Ist ja Mais. Das muss ja quasi gesund sein. So, okay. Ich weiß nicht, sind wir gerade bei Findet Nemo eigentlich? Ich sterbe gerade ständig bei den Krabben. Ich bin gerade zu dumm. Hä? Oder sind wir bei SpongeBob? Was ist passiert? Cool. Also eine tolle Obi, muss ich sagen. Ich check ja gerade gar nicht. Aber das sind die Quallen. Zu viele Cutscenes, muss ich sagen. Ja, ein bisschen zu viel. Ne? Das dauert immer zu lange. Also es muss nicht nach jedem Hindernis eine Cutscene kommen. Aber trotzdem, wir müssen appreciaten, dass das echt eine tolle Obi ist. Ja, also 10 von 10 für Effort. Also ja. Definitiv. Na, und ich meine, wir reden auch wieder über Kinos. Also ist auch wieder ein tolles Thema, muss ich sagen. Aber Kino, so grundsätzlich, ich gehe sehr gerne ins Kino. Ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Zeitbeschäftigung. Ich bin großer Kinofreund. Ich gehe auch gerne mal in so kleine private Kinos.
Ja, okay, weil das, ich das auch manchmal ganz muckelig finde. Das habe ich nicht allzu oft gemacht. Das feiere ich tatsächlich nicht so. Also feiern in dem Sinne, natürlich ist das cool, aber ich brauche immer so ein großes Kino, warum auch immer. Aber hat schon was. Ist halt auch oft ein bisschen günstiger in so kleineren Kinos. Ja, ne? Also die Filme kommen meistens halt ein bisschen später. Aber genau, wenn man halt nicht direkt zur Premiere da sein muss, dann ist das auch eine günstigere Alternative. Was mir auf jeden Fall bei kleineren Kinos aufgefallen ist, dass die Verpflegungsmöglichkeiten, da finde ich, ein bisschen unterschiedlicher sind, aber positiv. Also ja, da gibt es meistens dann deutlich nochmal anderes Zeug. Du kannst zum Beispiel, keine Ahnung, also klar, mittlerweile ist das ganz, ganz breit aufgestellt, auch in großen Kinos, aber früher war in den großen Kinos so wirklich, entweder gab es Eis, irgendwelche überteuerten Süßigkeiten oder Popcorn und Nachos. So, das war's. Aber in so kleinen Kinos gab es dann auch so, weiß ich nicht. Ja, es gibt halt, also Erdnüsse. In so kleinen Kinos, genau, Es gibt auch ganz oft, ist das Popcorn schon im Preis mit drin, zum Beispiel. Hab ich ja, auch stimmt, sehr genau, oft erlebt, ja, korrekt. Dass da so eine Popcornmaschine steht, wo man sich halt dann so einen Becher Popcorn abfüllen kann, was ich auch mega feier. Mhm. Dann gibt es oft so eine örtliche Getränkeauswahl, habe ich das Gefühl. Ja, stimmt. Ja, so, ja, genau das meine ich. Genau das meine ich dann. In Kinos hast du halt meistens die Getränke, die halt mit so einem Sirup angemischt werden. Stimmt, deswegen also, sind die auch meistens so super süß. Ja, also es ist ja nicht so wie Fanta oder Cola, die schmeckt ja anders, wenn man die im Laden kauft, als ja, im Kino. Ja gut, aber ich finde, das ist auch so dieses typisch Kinomäßige. Gehört auch dazu, wenn man in so ein Kino geht. Ja, voll. Und was trinkst du für ein Getränk im Kino? Meistens tatsächlich Cola oder wenn die 7-Up haben, 7-Up. Okay. Du? Ich trinke nie Cola, weil ich davon immer unweigerlich Bauchschmerzen bekomme. Oh, okay. Auch in sehr kleinen Mengen. Also Cola knockt mich komplett aus. Deshalb Cola nie. Generell, wenn ich es vermeiden kann, dann lasse ich Kohlensäure meistens weg, weil ich das nicht so gut vertrage. Aber im Kino, dann trinke ich meistens, wenn ich was mit Kohlensäure und halt so einen Softdrink trinke, dann meistens Fanta. Warte, Samira möchte rein. Also mach du weiter. Okay. So, ich laufe erstmal weiter. Kahn ist ja noch ein ganzes Stück von mir entfernt, glaube ich. Da kann ich hier gleich mal ein bisschen aufholen. Ich habe dich nicht gehört. Hoffe ich zumindest. Nee, alles gut. Ich habe mit mir selber gesprochen. Ja, dann mach ruhig weiter. Ich habe nur gesagt, dass ich ein bisschen aufholen konnte jetzt vielleicht. Aber diese ganzen Cutscenes sind ein bisschen stressig. Ja. Hallo Baby. Wow. Ja, finde also ich. Ja, auf jeden Fall. Ist ein bisschen zu viel. Oh, Samira, willst du jetzt schon direkt wieder raus? Ach Mann. Nur mal kurz die Lage gecheckt. Okay. Komm, ja. Komm. Oh, das ist ja hier auch gar nicht so meine Abteilung. Okay. Gut, haben wir geschafft. Okay, ich bin wieder da. Sehr schön. Wo bist du denn eigentlich gerade? Ich bin bei Level 25, also hier, ich bin gerade vor dir, ein Level, hab ich gerade gesehen. Okay, ja, aber sonst, wie gesagt, ich muss auch ehrlicherweise sagen, die Kinokultur fehlt mir so ein bisschen, natürlich auch aufgrund der Situation, weil früher war es auch so, ich kann mich auch dran erinnern, auch, also, zu meiner Jugend, hört sich so an, als wäre ich so 50, 60. Zu meiner Jugend. Ja, also, wo ich so 13, 14 war, kann ich mich noch dran erinnern. Also man stand wirklich teilweise eine halbe Stunde in der Schlange an. Na klar, gab es damals noch nicht so diese Online-Möglichkeiten. Man konnte, wenn dann überhaupt, nur reservieren per Telefon. Okay. Also zumindest bei uns war das damals noch so. Und ja gut, du hast in Bielefeld, du bist in Bielefeld groß geworden. Ja, und das war schon, das war immer so, wenn wirklich ein neuer Film kam, war das schon echt Hype, ne? Also ja, da kann ich ja mal so aus meiner Perspektive sprechen dazu, wenn ich darf und du schon fertig bist. Ja, mach klar. Bei uns war das ja so, das ist halt alles ein bisschen kleiner, es war eine Kleinstadt, also das nächste Kino war in Zittau und das war jetzt auch nicht so riesengroß, da war es wirklich nur bei so übelsten
Blockbuster-Film, dass da auch wirklich eine Schlange war. Aber ansonsten war das sehr chillig. Da war da nichts mit anstehen. Also es war auch sehr häufig so, dass die einfach, dass du einfach gar nicht gewartet hast, dass du einfach alleine warst im Kino. Okay. Krass. Das ist schon häufig vorgekommen. Aber du hast doch bestimmt auch schon mal Filme geguckt, wo du alleine drin warst, oder? Oder zumindest mit Freunden oder so. Ja, mega oft. Mega oft. Also ich habe sehr viele Filme alleine geguckt. Weil, krass. Wie gesagt, das Kino ist halt super klein gewesen. Also es hat schon 4 Säle. Okay. Aber und das ist ja jetzt im Kino halt nicht klein. So viel, ne? Tatsächlich. Ja, aber wenn du es ins Verhältnis setzt, natürlich, der Stadt, ist es klar, sehr viel. Klar. Und da war ich oft alleine im Kino. Ich habe aber auch schon mal den Fall gehabt, dass ich auf dem Boden gesessen habe. Ehrlich? Weil irgendjemand hat eine Person zu viel mit reingenommen. Ich wollte Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen gucken und ich wollte es unbedingt gucken. Und die hat gesagt, es ist übel voll an der Kasse. Und ich bin da reingelaufen. Und es gab da keine Sitzplatzreservierung, weil das hast du normalerweise nicht gebraucht. Das heißt, die Leute haben sich hingesetzt, wo sie wollten. Das ist auch heute noch so. Okay, verstehe. Wenn das Kino überhaupt noch existiert, ich weiß gar nicht, ob das noch offen ist. Aber ich muss gerade wirklich sagen, also die... Achso, wir haben die ganze Zeit geschlafen, auch gut. Die Cutscenes waren ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Die waren wirklich zu viel. Ja. Und dann bin ich da reingegangen und dann waren einfach keine Plätze mehr frei. Und dann saß ich einfach auf der Treppe. Dann habe ich einfach einen Haufen Kohle dafür bezahlt, dass ich auf der Treppe saß. Ja, aber es war auch so das einzige Mal, dass ich wirklich erlebt habe, dass das Kino überfüllt war. Ja. Gab es bei euch früher in den Kinos auch Lasershows? Nee. Es gab bei uns in Bielefeld da am Bahnhof das Kino, das hatte im Kinosaal 8 immer eine Lasershow. Das war immer richtig cool. Okay. Was ist da passiert? War das so? Ja, es war halt einfach so Laser, ne? Also aus so. Also, es war also einfach so vor den Film? Ja, genau, vor dem Film. Ja, ja, genau. Okay. Es hatte nichts mit dem Film zu tun. Okay. Aber auch nur in diesem Kinosaal, weil er halt so groß war. Ja. Nee, das kenne ich nicht. Das kenne ich nicht. Okay. Aber zum Beispiel, als ich dann. Die Kinos in der Schweiz waren da alle schon ein bisschen schneller, muss ich sagen, so mit neu und schön machen und so. Also da kannte ich das dann schon, dass die Kinos sehr modern sind und auf dem neuesten Stand. Ja. Obwohl ich sagen muss, wir haben da mal so einen Kinomarathon gemacht, wo wir alle James-Bond-Filme hintereinander uns reingezogen haben. James Bond, also ich habe jetzt von allem einen Marathon erwartet, aber nicht von James Bond. Ja, das war so spontan einfach. Also wir sind da so reingegangen, haben einen Film geguckt und dann kam halt der nächste und haben gesagt, ja, komm, let's go. Und da war es dann aber so, dass wir beim dritten Film oder so haben wir halt relativ weit vorne gesessen. Und das war so laut, dass ich da mega die Kopfschmerzen gekriegt habe davon. Also da ging es mir gar nicht gut dann. Ja, sehr gut. So Leute, Danja, wir sind jetzt auch am Ende und ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich glaube ich mit der Obi ein gutes Thema für dich ausgewählt habe, weil du bist ja richtig aufgegangen bei diesem Thema. Ich glaube, du kannst mit mir über fast jedes Thema reden. Nein, das so oder so, aber ich habe das Gefühl, Kino war gerade ein Thema, über das du ganz gerne sprechen wolltest. Ja, aber du auch, oder? Also hatte ich jetzt so das Gefühl. Ich meine das jetzt auch gar nicht, ich meine das doch positiv dann, ja. Ach so, okay. Ja, war ein gutes Thema. Habe ich gerne mit dir drüber gesprochen. Die Obi hatte ein bisschen zu viele Cutscenes, definitiv. Aber sonst ist das natürlich eine ganz, ganz tolle Obi. Wenn es euch Spaß gemacht hat, ihr könnt natürlich auch eure Kinoerlebnisse oder euren letzten Kinofilm mal in die Kommentare schreiben, würde uns sehr interessieren. Und dann, ja. Sehen wir uns. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Tschö.